Hallo? Ach, hallo! Haben uns ja lange nicht gehört. Wie geht's dir denn? Ach nee, lass uns nicht übers Wetter reden. Erzähl mir lieber was Pikantes aus der Nachbarschaft. Was ist denn zum Beispiel mit dem neu zugezogenen Nachbarn? Weiß man über den schon was Genaueres? Der macht sich ja mächtig rar. Oh, meine Jungs kommen gerade nach Hause. Ich muss Schluss machen. Hi, Mom. Jungs, wie war's heute? Was habt ihr gemacht? Oh, naja, ganz gut. Wir waren im Schwimmbad. Naja, und Bobby ist halt auf dem Einzelgefallen, der Vollidiot. Hey! Naja, und schaukeln waren wir auch. War zwar nicht so der Burner, aber was soll's. Und am alten Geisterhaus sind wir vorbeigelaufen, beim neuen Nachbar. Der hat so rausgekotzt. So, jetzt nennt ihr das also schon das Geisterhaus. Na, das muss ich mir nachher wohl mal persönlich anschauen. Kann ja wohl nicht sein, dass sich in unserer Nachbarschaft jemand so zurückzieht. Miss Ledger, warten Sie einen Augenblick. Wo wollen Sie denn hin um diese Uhrzeit? Ihre neuen Nachbarn? Haben Sie denn nichts gehört davon? Hören Sie zu, lassen Sie mich eine kleine Geschichte erzählen, die ich jeden Abend dort erlebe. Ich habe solche Albträume mittlerweile. Jede Nacht kommt dieser Wahnsinnige aus seinem Haus heraus. Wenn ich Ihnen einen Rat geben darf, Miss Fletcher. Gehen Sie da auf keinen Fall hin. Auf keinen Fall. Sieh mal mit Ihren Geschichten. Ist das etwa Ihr Ernst? Nein, ein Witz ist das. Ja, natürlich ist man das. Das glauben Sie denn verdammt nochmal. Ich höre Ihnen gar nicht zu. Ich bin eine erwachsene Frau und kann sehr gut auf mich selbst aufpassen. Ich gehe dahin. Ja, hallo? Oh, ich hoffe, Sie kommen nicht, um sich bei mir zu beschweren. Das wäre mir sehr unangenehm. Wissen Sie, ich weiß, was man sich über mich erzählt und ich würde Sie sehr gern vom Gegenteil überzeugen. Mich über sich beschweren? Ach, Sie belieben zu scherzen. Ich bin nicht so spießig wie die anderen Nachbarn. Ich bin hier, um Sie herzlich in der Nachbarschaft willkommen zu heißen. Na, wenn das so ist, nun, dann gehen wir doch hinein. Nun, und hier wären wir auch schon in meinem kleinen bescheidenen Heim. Was kann ich Ihnen anbieten? Vielleicht Tee oder Salz, Kaffee mit Zucker? Nun, kommen Sie einfach mit. In mein Gästezimmer. Gleich hier, links ums Eck. Tee! Lecker!